Hallo und herzlich willkommen zurück bei Boba Fett erobert die Galaxis mit dem Drachenburschen. Und natürlich mit dem Len 16, der ist nicht fett, dafür grüßen wir heute den Darian. Und den Martin. Habe ich das Teil? Jawohl. Ach, du hast dich getroffen mit dem Boba. Ja, yeah, da habe ich drauf gezielt. Oh, Glück gehabt, dass du nicht deinen eigenen erwischt hast. Der liegt sogar auf der X-Wing. Nein, 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 Leben! Leben, 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 Leben! Leben und Leben lassen! Ja, in dem Fall eher Leben lassen. Den ja. Zweier schon wieder. Den. Der Sechser, der Sechser, der Sechser. Der Kommandoposten ist den Feinden in die Hände gefallen. Okay. Na ja, gut. War halt einer. Oh, doch, da sind sogar ein paar. Lohnt sich schon, den hier zu verteidigen. Ja. Ja, jetzt verlieren sie aber ordentlich. 25 haben sie noch. Wird schon eine flottere Schlacht. Ein Ende ist abzusehen. Ah, ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ohne zu verlieren wieder. Ja. Natürlich. Natürlich. Hat jemals jemand an uns gezweifelt. Aber warum haben wir uns bei der ersten Galaxis-Eroberung eigentlich so unglaublich dämlich angestellt? Haben ich hab keine Ahnung. Da haben wir auf schwer gespielt. Ja, genau. Sagen wir einfach, wir haben auf schwer gespielt. Ich denke, gar nicht, hält sogar ein bisschen was aus, gell? Wenn du nicht gerade als dunkler Lord des Hüften aufballerst. Oh mein Gott, oh. Jetzt haben wir die zwei wirklich verloren. Kommandoposten ist unter feindlicher Kontrolle. Nein, bist du nicht! Das ist eine Lüge. Ich glaube, wir haben Spione unter den Gegnern. Oh, er atmet. Kannst du ihn atmen hören? Kannst du ihn hören? Da draußen ist einer. Jetzt hört man ihn echt deutlich. So deutlich hat man ihn sonst nie gehört. Wir haben einen Kommandoposten. Ah, war einer. Zwei haben ihre sie nur noch. Verstärkung schwindet. Hm, ging dann doch ganz flott. Da hinten. Ging dann doch ganz flott. Kommandoposten für das Imperium. Ihre Flotter als erwartet. Schwindet. Schön. Easy. Easy. EZ. Easy. Ja, ja. Jetzt auch wieder mit Musik. Ja, letztes Mal gab es keine Musik mehr. Oh, als ich denn schon das Schlimmste befürchtet hatte. Oh, ich war bloß 223 Vader. Schlepp. Schade. Das Imperium hat Credits für die Eroberung von Dagobah bekommen. Dagobah. 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 Können die ja was sagen. Dagobah. Dagobah. Runde beenden. Also wir haben jetzt kein Jedi. Nein. Die Rebellion hat den Bonus Kampfschilde eingesetzt. Nein. Wählen Sie einen Bonus für diese Bonus Kampfschilde. Aktiviert. Das heißt, sie halten mehr aus, oder? Ja. Ja, gut, schwul. Das ist glaube ich nur nervig, wenn sie wenn du Jedi bist. Ja, gut, so ist es auch nervig, aber die Garnison wurde mit zusätzlichen Truppen verstärkt. Garnison ist immer noch das Gefährlichste. Ja. Abgesehen vom Jedi. Jedi oder Sith, aber nicht. Links? Einnehmen? Ich dachte, das wäre da drin. Beim anderen ist es drin, gell? Ja, deswegen bin ich da hingegangen, okay? Schon verstanden. Okay. Hab schon verstanden. Okay. Okay. Habe es verstanden. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Rechts, 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 rechts. Feindliche Verstärkung nimmt ab. Rechts, hinter dir ist einer. Den hatte ich gemeint. Ach so. Okay. Der konnte dir nämlich leicht in den Rücken fallen und das wäre natürlich nicht vorteilhaft gewesen. Nichts, was ich für dich gewollt hätte. Mhm. Oh, hi. Dann findet schnell neue Freunde, ich sehe schon. Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Ach was. Der ist doch brav. Der ist ja ausgestiegen, oder? Nee, ist doch brav. Okay. Schnell weg hier. Auf Dauer nicht so gesund. Der Kommandoposten ist unter feindlicher Kontrolle. Ja, doof. Doof, aber passiert. Oh, hallo. Ich glaube, du bist so nah dran, dass ich überhaupt schaffe zu schießen auf dich. Schön. So. War ich das? Ja, du hast ihn auf jeden Fall gekillt. Also musst du es. Die Granate explodieren wahrscheinlich gleich, wenn sie gegen Gegner oder so, da explodiert sie auch relativ schnell, wenn sie direkt gegen sie kleben bleibt. Deswegen war es das mit hoher Wahrscheinlichkeit schon du, ja. Gehe ich mal von aus. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Hallo, Rebell. Wir führen sogar. Tschüss, Rebell. Was heißt hier sogar? Sogar, obwohl sie bessere Schilde haben. Hast du übrigens das Elite-Gewehr, wenn du es magst? Ich hab's doch gerade. Achso, du hast benutzt. Schon, Alter, bist du blind? Ich hab mich auch geachtet, ich hab gerade nur auf die Ecke umgeachtet. Achso. Dann kriegt ihr schon wieder ganz viel näher von den Gegnern. Von allen Seiten. Ich hab schon drei umgebracht mit dem Elite-Gewehr und dann sagst du mir, du kannst übrigens das Elite-Gewehr benutzen. Ja, ich hatte nur oben auf die
in die linke Ecke gestarrt. Das tut mir leid, Len. Das kommt nicht wieder vor. Okay, es wird eh wieder vorkommen, aber... Bist du etwa gelangweilt von meinem Spiel? Nö. Ich hab nur sehen wollen, wen du so alles erledigt hast. Ach so. Den Dex zum Beispiel, den Yori und den Nom. Und den Giz. Bin ich so alle erledigt. Bin irgendwie gerade so ein Spawncamper. Yori. Das sind ja, glaube ich, die Entwickler sogar gewesen, oder? Von den Namen. Also von der Ausrüstung merke ich null. Ausrüstung? Achso, dass die Gegner wenig mehr aushalten. Ja. Vielleicht hatten sie auch gleich. Ja. Wow, das war gut. Ja, jetzt hast du auch noch Schadensteigerung. Ja, ja. Jetzt rastet er komplett aus, der Lin. Ja. Jetzt bist du hier Ein-Mann-Armee. Ja. Jetzt ungefähr gerade alle Boni, die es so gibt. Was so schön, wo ich auf Uta Pau geraged bin. Ja. Aber ich glaube, du hast schon länger gelebt als ich da. Oh nein, ich habe meinen eigenen gekillt! Genau dazwischen durchgeschossen. Oh mein Gott! Du machst einfach zu viel Schaden, Len. Ich bin so tödlich. Ja. Ist den Feinden in die Hände gefallen. Ihre Verstärkung schwindet. Nichts kann das Imperium aufhalten. Len knipst die einen nach dem anderen aus. Das ist aber auch ein besonders schöner Punkt. Ja. Solange keine von denen da spawnen. Ja, auch wenn sie da spawnen. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Jetzt spawnen sie da eh nicht mehr. Hä? Achso, ich wurde von da getroffen? Ja. Oben konnte ja keine mehr spawnen. Ich dachte, dass ich von oben getroffen wurde, deswegen habe ich mich ja umgedreht. Zwei noch. Gut. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Da ist der eine auf jeden Fall. Nein, dreh dich zu mir. Dreh dich zu mir! Oh, du hast ihn getroffen. Ich mach's auch so kaputt. Ha, du hast ihn. Das ist ein schönes Abschlussbild, vor allem, weil er auch schon so hinten rausfliegt. Aber sehr schön. Nice. Nice one. War doch ziemlich schnell jetzt, oder? Ja. Nur mal gestorben. Das war jetzt eine... Immer haben wir irgendwie die neue Abschussserie. Ich weiß nicht. Kommt man so schwer drüber. Ja. Das Imperium Stack Overflow. Er kann nicht mehr anzeigen. Ich dachte, das ist so wie bei... Keine Ahnung, wie beim Kegeln oder so. Alle Neune. Ah. Ja. Einen Planet haben sie noch und wir haben. Oh, wir können die direkt angreifen. Ja. Haben die nicht noch einen? Wählen Sie einen Bonus zum Kaufen. Dachte, sie hätten mehr als nur einen Planeten. Ah, sie haben ja auch das Schiff irgendwo. Wir kaufen oder? Einmal Garnison sowieso. Ja. Und dann kaufen wir uns nochmal. Das? Naja, kauft ihr gleich den Jedi. Wir kaufen uns dann nochmal eine Einheit. Dass wir wenigstens eine zweite Einheit noch gekauft haben. Ach, Einheit. Was willst du denn haben? Sniper? Ich weiß nicht, was du willst. Du spielst jetzt nochmal, oder? Spürtruppe ist Sniper, oder? Ja. Ja. Da nehme ich Sniper. Spürtruppe eingezogen. Eingezogen. Alle Flotten in Bereitschaft. Und? Schon der letzte Planet. Wir sehen. Beginne Invasion von Naboo. Naboo. Wählen Sie einen Bonus für diese Schlacht. Bonus Anführer aktiviert. Boba wahrscheinlich. Die Naboo könnte auch der Imperator sein, der wurde immerhin geboren. Ah, scheiße. Denk dran. Oh, ich hab. Scheiße. Unsere Streitkräfte werden von einem Anführer begleitet. Schon geil, die Blitze, oder? Ja, ja. Machen schon Spaß. Die große Truppen sind die sogar echt effektiv. Weil die relativ lange machen kann, die Blitze. Da kann man schon. Machen schon Laune. Ja, der Kommandopunkt hier ist wichtig, weil er so zentral liegt. Nicht schlecht, Len, nicht schlecht. Problem ist, irgendwann kannst du es nicht mehr blocken, weil das auch deine Machtenergie hier wegnimmt oder deine Ausdauer oder wie auch immer du es nennen willst. Ja, ich weiß schon. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Du hast ihn schon wieder verloren. Was? Oh ja, da war ein jetzt kommen auch unsere. Jetzt kommen unsere Leute und retten den Tag. Gott sei Dank. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Das üben wir nochmal mit dem Blocken, Len. Das muss der Imperator üben, nicht ich. Geblockt habe ich richtig. Angeblich. Ja. Das gibt's mehr als blocken und dann das Treffen. Alter, Len freuen sich hier echt gerade die Blitzen an, ich sehe schon. Ja. Die gehen auch ziemlich weit, das ist schon ganz cool umgesetzt eigentlich, die Blitze. Ja, gleich vorher echt noch nie so viel gespielt gehabt, wie Imperator. Sorry. Ja, passiert. Du hast das verdient. Keine Gehaltserhöhung für dich. Keine Gnade für niemanden. Waren wir eigentlich oben schon mal?
Hm? Waren wir eigentlich oben schon mal? Ja, da war ich schon mal irgendwann mal. Da glaube ich noch nicht, ne? Da doch gar nicht. Schau mal schön, nach, oder? Schau mal, ja, schau. Schau mal andere Richtung nochmal, oder? Schön, also hier. Ja, da muss ich schon mal anschauen. Und dann, gehen nochmal baden. Können wir den hier machen. Dann hier so ein bisschen reingehen. Jetzt sind wir gleich tot. Bin ich das? Bin ich das? Warst du gerade. Aber dann kam er auf die glorreiche Idee, seine Blitze zu benutzen. Nein! Ah! Nee, Sniper ist hier nicht meine Wahl. Oh, schöne Musik. So entspannend. Schon ist sie wieder weg. Tja. Nur weil du gesagt hast, dass es schön ist, das wolltest du nicht hören, die Musik. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Ach, komm schon. Weiter Schuss auf jeden Fall. Schwer zu sagen, welche Kampagne länger war, oder? Bei welcher wir länger gebraucht haben. Was? Bei welcher Kampagne wir länger gebraucht haben? Weiß gar nicht. Bei meiner Stoppuhr ist auch nicht mehr mitgelaufen. Das ist aber noch nicht die letzte, ja? Doch? Nein, wir haben noch. Da ist noch ein Planet. Ach so, ach echt? Ja. Ich dachte, wir. Echt? Ja. Ganz rechts unten. Da stand doch gerade eben, dass die nur noch einen haben, dachte ich. Ganz rechts unten haben die noch einen Planeten. Ja, dann würden wir uns den auch noch holen. Das werden wir schon mal machen, so ist nicht. Hey? Hey. Wahrscheinlich haben sie gedacht, du schießt auf sie. Ja, ich habe auch jemanden von mir getötet. Eventuell hat es ihm nicht so gefallen. Eventuell. So. Gerade ein Bug da drin. Ich geh mal upstairs. Upstairs? Upstairs. Zur schönen Musik. Das ist nicht nur da oben immer. Ja. Weil hier oben ist ja die schöne Welt. Kann man die schöne Aussicht genießen. Na, okay, das ist kaputt. Das ist echt genial hier oben. Weil du gesagt hast, nichts für Sniper. Hier oben ist doch der perfekte Platz für Sniper. Wo? Wen willst du hier snipern? Ja, wenn Gegner da wären. Du kannst in die Mitte gehen und dann auf das Hauptding schießen. Hier kann man snipern. Ja, siehst du? Ist auch geil. Mach ich auch. Er schießt auf dich. Bam! Hat er Lenin erledigt. Und 35 zu 2. 35 zu 2. Das Imperium hat gnädig Credits für die Eroberung von Naboo angenommen. Oh, wie gütig gnädig. Vom Imperium. Wie gütig. Da sind wir völlig fertig erstmal. Gnade, sie haben noch einen Planeten jetzt. Ah, okay, jetzt haben sie noch einen. Okay, da habe ich das vorhin falsch gemacht. Da rechts haben wir den noch. Oder aber. Ah, nervig. Und da haben wir einen weiten Weg vor uns. Mhm. Wir werden da versuchen, ihn zu umfahren. Bitte wählen Sie eine zu Achso, wir können ja mit dem relativ nah hinkommen, oder? Oder nehmen wir den anderen? Nehmen den anderen, weil dann können sie es nämlich direkt. Dann sind wir in zwei, sind wir da. Kashyyyk! Also dann haben wir auf jeden Fall nochmal eine Bodenschlacht. So. Ja, für eine Bodenschlacht werden wir auf jeden Fall. Wir können uns nochmal was kaufen, Bitte wählen Sie bevor eine zu befehligen. Wählen Sie einen Bonus zum Kaufen. Zum Beispiel einen Jedi. Ja, haben wir genug für beides? Nein. 1400. Dann im Zweifelfall immer für den Jedi. Gekauft. In Zweifelsfall immer für Wenn wir alles richtig machen, können wir eh noch mal in der Raumschlacht rum. Das ist echt genial, haben wir relativ wenige Raumschlachten gemacht. Eine Raumschlacht kommt noch. Ja, es kommt noch an, wie er... So, er geht da hoch. Alle Flotten in so, jetzt gehe ich da runter. Ja, und jetzt greift er uns... das Schiff ist im Orbit da, gell? Hä? Das Schiff ist im Orbit, das zweite, oder? Da. Ach nee, das ist da im Orbit. Nee, passt, dann kommt auch keine Raumschlacht mehr. Okay. Weil in der nächsten Runde können wir ihn dann angreifen, seinen Hauptplaneten. Dann mache ich noch Kashyyyk und du machst das letzte. Ja, können wir uns drauf einigen. Sabotage eingesetzt. Wählen Sie einen Bonus für diese Schlacht. Ich hab dann... Warte. Bonus Anführer aktiviert. Du kannst dann noch kaufen. Ich meinte eher, weil du jetzt Boba hast, deswegen solltest du warten. Deswegen, aber, ja. Ich weiß, dass ich Boba hab. Ja, okay. Ich hab kein Problem damit. Okay, feindliche Saboteure haben unsere Fahrzeuge beschädigt. Unser Anführer ist auf dem Schlachtfeld. Ja, also ich glaube, auf Entfernung ist Boba dann doch nicht die erste Wahl. Wobei er als Kopfgeldjäger bestimmt noch irgendwo eine Sniper hat. Aber momentan hat er halt doch dann eher seine Nahkampfwaffen dabei. Das wäre mies, wenn du ihren Hauptkontrollpunkt erobern würdest gleich am Anfang. Ah ja, wir räumen schon auf jeden Fall bei ihnen.
ist ein bisschen ärgerlich, dass wir unsere Fahrzeuge dann relativ leicht zerstören können. Aber wir haben ja Technik, also theoretisch könnten wir die Fahrzeuge wieder reparieren. Ja. Der Turn liegt natürlich auf dem theoretisch, weil... Komm, von hier oben, von hier oben. Ach, ich setze auch immer voraus, dass unsere Kollegen mitspielen. Ah, schön. Danke. Erledigt dann den Rookie. Ja. Den Kommandopunkt auf neutral machen wäre schon eine feine Sache. Ja, das ist schon mal... Oder sie kriegen ihn auch relativ schnell wieder, wenn er auf neutral ist. Klar. Len will's wissen. Nicht so weit weggehen, nicht weit weggehen. Jawohl. Für das Imperium. Sehr ihre schön. Ich hab den eingenommen. Ja. Bin so gut. Aber die holen ihn sich sehr schnell wieder zurück, wenn du da nicht... Wenn ich jetzt nicht überlebe? Ja. Aber du hast den Salak überlebt. Du wirst den Salak überleben, von daher. Oh, Spoiler! Spoiler. Right. Weiß ja nicht, vielleicht haben sie es ja umgedichtet für Episode... Boah, das wäre geil, wenn der Elf Boba Fett in Episode 7 wiederkommt. Das wäre echt geil. Aber theoretisch wäre es möglich. Also zumindest... Yes! Wenn sie sich an, yes! Wenn sie sich an die Story perfekt halten. Perfekt die Musik auch noch eingespielt. Ja, das dürfte jetzt den Wende, die Wende gebracht haben, weil sie jetzt von zwei Seiten angreifen können. Und sie haben eh nur noch einen Kommando... Ne, sie haben gar keinen mehr, oder? Ah, jetzt haben sie noch den einen hier. Ja, der ist neutral. Der gehört nicht innen. Ja, jetzt ist er neutral. Der gerade eben war er neutral. Verdammt. Ja, das ist der da unten, ja klar. Hm. Wie? Die Hälfte hast du ihm abgezogen, weil er die Lebensenergie. Ist er nicht genau ihn getroffen. Oh mein Gott. Bisschen daneben geschossen. Na, ja, Len macht das schon. Len erledigt auch den Rest vom Rebellenabschlag. Was? Was hat mich da zerstört? Ich hab keine Ahnung. Was hat mich da Yal irgendwas. Skur Yaldan hat dich zerstört. Weiß, das hilft dir jetzt wenig weiter, aber... Oh, hallo. Wolltest ja wissen, was und nicht wer. Konnte dir leider nur das Wer liefern. Und tschüss. Sehr schön. Ich bin ein Panzerkiller. Richtig. Kann gut sein. Dass du der Panzerkiller, dass du die Panzerkiller-Auszeichnung bekommst. Alter! Dann steigt auch der... Nein! Nein! Einfach nein! Schön. Du fährst nicht davon! Hier fährt im Land keiner davon. Aber snipern die auch noch nicht, oder? Glaube nicht, ne? Macht die Sache einfacher, wenn man jetzt kommt der Punkt ein. Jetzt haben sie keinen will. Punkt mehr. Und gleich. Ah, es tut weh. Siege 18. Easy! Ja. Close one. Nein! Ich hab gerade gedrückt. Oh. Spring doch! Verdammt! Nichts kann das Imperium aufhalten, außer der Siegbildschirm. Da da. Da da da. So, 30 hast du erledigt, zweimal wurdest du erledigt. Oh, du hast nicht mal die Abschlussorgie bekommen. Okay. Was? Ja. Da hat einer von den Rebellen hat die bekommen. Ich hab mehr als drei in meinem Leben gekillt. Das Imperium wurde gerechterweise für die Verteidigung von Kashyyyk belohnt. Gerechterweise, ja. Find ich auch, absolut gerecht. Alle Flotten erwarten Befehle, Sir. So. Tun Sie wählen was. Sie einen Bonus zum Kaufen. Jedi. Einmal Jedi zum Mitnehmen, bitte. Anführer gekauft. Alle Flotten in Bereitschaft. Ich sag immer Jedi. Oh, Tatooine. Oh. Bitte lass es Anakin sein. Die Invasion von Tatooine hat begonnen. Sollte? Ich hoffe es sehr stark. Wählen Sie einen also, Bonus für es könnte auch der Imperator. Wäre schön, wenn man vorher mal wüsste. Bonus-Anführer aktiviert. Ich glaube nicht, dass es der Imperator ist. Bonus-Vorräte eingesetzt. Boba könnte es noch sein. Boba. Boba wahrscheinlich. Ja, Boba. Es ist immer Boba. Warum ist es so oft Boba eigentlich? Es ist immer Boba. Ja, Boba ist nicht schlecht, aber... Anführer begleitet. Sie haben mehr Vorräte erhalten. Immer muss Boba ja auch nicht sein. Raketen! Raketen! Oh. Du hast bloß eingetroffen! Die Raketen treffen nicht so viele. Aber man kann gut damit arbeiten. Das ist ein guter Anfang. Ja. Also Leute, wir können jetzt auch vorstoßen. Dann holen wir uns die Kantine gleich zu Beginn. Ja, sowieso immer. Schließlich wollen wir ja gute Musik auch haben, wenn wir schon hier kämpfen. Auf Tatooine! Tatooine! Aha. Ein
Kommandoposten. Genug Musik. Ihre Verstärkung schwindet. Hallo, wir sind die Cantina Band. Wir nehmen Songwünsche an. Das ist so normal, das ist so normal, okay. Da war jetzt Scheiße gemacht, aber manche wissen, wovon ich gesprochen habe. Das war Scheiße. Nein, du gehst da nicht rein und du auch nicht. Doch, er ist aber dran. Hat er sich aber schnell wieder raus. Du kannst übrigens oben rüberfliegen, ne? Du hast ein Jetpack. Ja, aber ich find's lustiger. Außerdem sind die mit dir unten ja auch loswerden. Ich bin hier Bodenkämpfer. Ja, aber wenn du den Punkt einnehmen willst, meine ich, dann musst du nicht unten durch. Du kannst auch einfach hoch hinaus. Ja, okay. Du musst halt dann nach oben schauen. Ivo's. So. Mhm. Ja, treffen wir dann auch nicht. Ich hab doch getroffen, bevor er sich umentschlossen hat. So. Einmal. Ja. Zweimal. Da kommen sie langsam wieder hoch. Dreimal. Boah, das war ein krasser Jump. Das war ein krasser Sprung, gell? Musst du nicht mal das Jetpack benutzen. Oh, doch, war auch nicht. Sie nehmen einen Punkt von uns ein. Ja, da kommen sie. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Sollen sie kommen. Aber den nehmen wir auch wieder zurück, den wir verloren haben. Ja, und das den heißt, nehmen wir vor allem ein. Einen Kommandoposten. Ein Kommandoposten für das Imperium. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. So, die würde ich hier noch alle töten, weil sonst nehmen sie ihn gleich wieder ein. War der Plan. Sehr gut. Jemand, der einen Plan hat. Ja, natürlich, ich habe immer einen Plan. Hast du das jemals angezweifelt? Mhm. So, jetzt noch zum letzten Kontrollpunkt. Schön gelandet, oder? Ja. Schlecht geschossen. Na komm. Ah! Na komm, wirklich. Wir haben den Kommandoposten verloren. Du bist so schlecht. Alter! Das war Pech, die hat sich genau in dem Moment bewegt. Das haben die schon wieder die da oben, oder? Was? Nee, sind so Leute, okay. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Double Kill! Double Kill! Zop! Die haben die Cantina-Bar! Nein! Hol die Cantina zurück! Lass alle stehen und liegen! Wo gehst du hin? Zur Cantina-Bar. Ja, die ist da hinten. Ich weiß. Das ist ja gut, das sah nämlich so aus, als ob du es nicht wüsstest. Doch, doch. Weißt du alles, bin schlau. Kennst dich aus mit Star Wars. Ein Kommandoposten für das Imperium. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. So, jetzt nehmen wir mal den Techniker. Jetzt machen wir mal was Neues, ne? Oh, keiner sagen kann, wir hätten hier keine Abwechslung gebracht. 77 gegen 22, das wird eng. Ja, das ist der Punkt, wo man den Techniker verwenden kann. Ihre Verstärkung schwindet. Bam, bam. Nee, ich bin kein Scharfschütze, so wechselst du irgendwas. Das ist ganz witzig eigentlich, der Typ. Jetzt die Kantine haben, du Sack. Ein Kommandoposten. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Kommandoposten verloren. Kämpft darum. Ja, ja. Das ist einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Er lebt immer noch, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab schon wieder einen von uns mit umgeleadet. Du hast nur einen von dir getötet. Also der hat den. Ach komm, der andere hat den gekillt und du hast nur deinen getötet. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Auch diese vier werde ich noch erledigen. Ach, glaube ich nicht. Jetzt müsste einer davon. Ah, glaube ich nicht. Ja, mittlerweile glaube ich es auch nicht mehr. Ah, vielleicht ist da irgendwo einer. Ah, da ist einer. Jetzt glaube ich es wieder. Getroffen, ich hab ihn erwischt. Ah, toll. Das war die Zweitwaffe. Was denn? Hat doch funktioniert. Top. Top. Bleiben nur noch drei. Top. Ich hab einen habe ich erwischt immerhin. Ja, es ist noch 10 Sekunden für zwei. Ich hab, vielleicht habe ich das, dieses Explosionsding ein bisschen früh gezündet. Was? Aber es ist Sieg. Nur. Somit haben wir alle Galaxis-Eroberungen verdammt nochmal durchgemacht. Ja. Eigentlich wollten wir nur zwei machen, aber das war auch nach der ersten. Das hat mir ziemlich versagt gehabt. Ich dachte auch nach der zweiten, wir wollten nur zwei machen. Die Zuschauer wollten noch mehr sehen. Jetzt habt ihr alle gesehen. Die Abschluss. Java waren die Camper. Schön gemacht.
Das Imperium hat Credits für jetzt die habt ihr alle Galaxis-Eroberung von Star Wars Battlefront 2 gesehen. Jetzt und das auch mit Furore. Genau, jetzt habt ihr wirklich alles gesehen, was es hier zu sehen gibt in dem Spiel. Es sind ja auch einiges an Parts geworden. Wir sehen uns auf jeden Fall... Sieg, das Imperium hat die Galaxis erobert. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Ja. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen, was da auf euch zukommt. Hoi. Weil das weiß der Drachenmuschel selber noch nicht. Ich muss so kriegen, als hätte ich einen Plan. Solche geilen Szenen hatten wir alles nicht. Ender war gar nicht dabei jetzt, oder? Ah, das hat wahrscheinlich uns gehört. Nee. Hat auch nicht uns gehört. Komisch. Dass wir so ikonische Sachen nicht drin hatten. Naja. Ja. Hatten wir ja in der Kampagne. Der Luke kniet nieder vor dem Imperator. Und Lord Vader am Ende nochmal. Ah, ich finde das Ende so super vom Imperial March. Das ist super, das Ende vom Imperial March. Und super ist es auch, wenn es weitergeht im nächsten Let's Play. Wie gesagt, bis dann eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit euch sein. Servus!